Hallo und herzlich willkommen bei Tabletschmock. In dieser kleinen Serie, die heute mit den russischen Streitkräften beginnen wird, schauen wir uns verschiedene Optionen für Starterarmeen an. Ich beginne heute, wie erwähnt, mit den russischen Streitkräften, nicht weil ich die besonders gut finde, sondern weil ich die gerade frisch fertiggestellt habe. Für den Einstieg bei Valor and Fortitude, wie bei jedem anderen Regelwerk auch, stellt sich natürlich die große Frage, womit beginne ich? In diesem Ratgeber soll es aber natürlich nicht um Powergaming gehen. Das heißt, ich werde euch keine Hinweise darauf geben können und wollen, wie man das meiste aus seinen Punkten macht, wie man am effektivsten mit der Armee unterwegs ist, weil das ist ein Weg, den jeder selber rausfinden muss. Und unter uns, es geht gar nicht immer darum, der Beste zu sein. Ein schönes Spiel ist schön, egal wer gewinnt und wer verliert. Gut. Genug der Vorrede, beginnen wir also. Wir beginnen mit der Linieninfanterie. Keine Armee ist komplett ohne Linieninfanterie und da machen auch die russischen Linien natürlich keine Ausnahme. Zum Anfang kaufe ich 3 Einheiten zu je 18 Punkten an Linieninfanterie. Diese 3 Auswahlen bilden das Rückgrat eurer Armee und werden wahrscheinlich auch die Hauptlast der Arbeit tragen müssen. Und ohne die kommt einfach niemand aus, auch die Russen nicht. Für ein bisschen mehr Standhaftigkeit geben wir den Linien noch eine Einheit Grenadiere hinzu und verbessern diese Einheit für 4 Punkte um einen Punkt ihrer Moral und für weitere 3 Punkte um einen Punkt im Fernkampf. Damit sind diese Grenadiere die Elite der Armee und können als Eingreiftruppe überall dort agieren, wo es gerade wichtig ist. Für ein bisschen Flexibilität nehmen wir noch eine Einheit leichte Infanterie, nämlich Jäger, hinzu. Die haben den großen Vorteil, dass sie, wenn gewünscht, ihre Formation auch auflockern können und als leichte Infanterie kämpfen können. Die Einheit Jäger kostet 21 Punkte. Und da Jäger gut sind und gar nicht so teuer, wenn man sie in Abteilungen kauft, noch 2 Abteilungen Jäger hinzu, die ebenfalls als Plänkler vor der Armee agieren können oder dafür benutzt werden können, eurem Feind irgendwelche Missionsziele, die abseits des Zentrums der Schlacht sind, streitig zu machen. Jägerabteilungen kosten je 8 Punkte. Damit ist die Aufstellung der Infanterie per se beendet und wer Russland sagt, muss natürlich auch Artillerie sagen. Wir kaufen also 2 Fußartilleriebatterien zu je 20 Punkten hinzu. Als letzter Punkt unserer heiligen Dreifaltigkeit fehlt uns natürlich noch die Kavallerie. Keine russische Armee ist komplett ohne reichlich Kavallerie. Wir stellen Ulanen, Kürassiere und Husaren auf, jeweils eine Einheit. Und damit sind unsere 250 Punkte fast komplett ausgegeben. Wir sind jetzt inklusive der Aufwertung der Grenadiere auf 230 Punkten glatt. Und die russische Armee braucht natürlich einen sinnvollen Anführer. Zu den Sonderregeln der Armee werden wir gleich übergehen und dann werdet ihr sehen, warum ich das tue. Aber den kostenlosen Oberbefehlshaber, den eine jede Armee bekommt, werte ich zu Prinz Kutusow auf. Hinzu noch 2 oder 3, je nachdem wie wir es unterteilen wollen, Brigadegeneräle und fertig ist die russische 250-Punkte-Armee. Ich habe euch gerade erzählt, dass ich 20 Punkte ausgebe, um Prinz Kutusow zu meinem Oberbefehlshaber zu ernennen. Das tue ich aus einem sehr einfachen Grund. Russische Infanterieeinheiten haben in der Regel die Sonderregel Stoisch. Stoisch ist ein zweischneidiges Schwert. Während wir mit Stoisch zwar alle Moraltests wiederholen dürfen, wenn das Würfelergebnis 1 ist, haben wir den Pferdefuß, dass die Einheit, die Stoisch ist, also die komplette Infanterie, in einer Befehlsphase entweder bewegen oder umformieren darf. Das macht die russische Armee zu einer sehr, sehr langsamen Raupe. Sie kann sich also nicht gut bewegen und nicht gut manövrieren und muss relativ schnell auf das reagieren, was der Gegner macht, im besten Fall antizipieren. Prinz Kutusow hat jetzt aber die Sonderregel, dass alle Einheiten, die sich innerhalb von 12 Zoll zu ihm befinden, ihre Formation ändern dürfen, wenn sie sich bewegen, sich also wie eine ganz normale Einheit bewegen und dennoch den Bonus auf ihre Moraltests haben. Das ist in meinen Augen unverzichtbar für die russische Armee, weil sie sonst sehr schwer zu manövrieren ist. Nun, wie teilen wir die Armee jetzt auf? Jede Brigade in Valor and Fortitude muss mindestens 2 Einheiten enthalten und darf maximal 8 Einheiten enthalten. Wir haben also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir können das alles bunt mischen natürlich. Was ich vielleicht anbieten würde, wäre eine Brigade der Infanterie zu geben, und zwar der kompletten Infanterie.
hätte den charmanten Vorteil, dass Prinz Kutusow bei dieser Brigade bleiben kann und damit der komplette Kern der Armee relativ gut zu manövrieren wäre. Dann könnten wir sagen, wir machen eine Kavalleriebrigade und setzen dort natürlich alle drei Einheiten Kavallerie ein. So haben wir einen relativ starken Hammer, der auf den Amboss der Infanterie niederfahren kann und können zumindest eine Flanke sehr, sehr stark mit Kavallerie übersättigen. Zu guter Letzt könnten wir noch sagen, wir machen eine Artilleriebrigade, einfach nur um die Artillerie da einsetzen zu können, wo wir sie wollen. Und Artillerie zusammenzufassen, das hat bei den Russen natürlich Tradition. Selbstverständlich hindert uns auch niemand daran, das Ganze etwas anders aufzuteilen. Wir könnten also beispielsweise die Infanterie 2 teilen und die Artillerie zur Infanterie hinzufügen. Dann hätten wir hier zum Beispiel eine Einheit leichte Infanterie, eine Einheit Grenadiere, eine Jägerabteilung zum Plänkeln, Artillerie und einen Brigadegeneral. Auf der anderen Seite drei Linieninfanterien, eine Jägerabteilung und den Brigadegeneral, könnten dort natürlich auch noch eine Artillerie anschließen und würden unsere Kavallerie behalten. Ihr seht also, das System ist extrem flexibel und euren geistigen Möglichkeiten sind hier natürlich kaum Grenzen gesetzt. Es gibt, glaube ich, kein richtig oder falsch und es hängt auch immer ein bisschen vom Spielstil und natürlich auch von der Mission ab, was genau ihr machen müsst. Natürlich könntet ihr auch mehr als die drei Brigadegeneräle aufstellen, wenn ihr das denn wolltet. Das heißt, ihr könnt pro zwei Einheiten einen kostenfreien Brigadegeneral ernennen. Wenn man das möchte, kann man das gerne tun, aber ich persönlich finde, dass man gerade am Anfang des Spiels mit 250 Punkten und wenn man das Spiel noch erlernt, mit drei Brigaden ganz gut bedient ist. Jetzt haben wir ein paar Spiele gemacht und stellen uns natürlich die Frage, Mensch, wie können wir denn diese Armee mal weiterentwickeln? Nun, was bei russischen Armeen nicht fehlen darf, in dieser Starterarmee aber fehlt, sind natürlich Kosaken. Ich habe sie in erster Linie nicht hier aufgenommen, weil das so mit den Punkten sehr gut aufnahm. Jedoch sollte natürlich jeder russische Spieler irgendwann über Kosaken verfügen. Die sind leichte Kavallerie und per se gar nicht so viel besser, zumal sie nur im Nahkampf kämpfen können. Aber die Kosaken haben die Sonderregel schnell. Und schnelle Einheiten sind um 6 Zoll schneller, als das normale Einheiten wären. Und das macht die Kosaken zu einer extrem mobilen Einheit, die von nichts anderem überflügelt wird. Wir könnten also zum Beispiel eine komplette Brigade Kosaken aufstellen, also so drei Einheiten, sagen wir einfach mal. Die würden mit je 18 Punkten zu Buche schlagen. Wenn wir das dann haben, kann bei Russen neben mehr Kavallerie natürlich mehr Artillerie nicht schaden, da die Artillerie die Sonderregel Batterie hat. Batterien haben die Sonderregel, dass sie mit bis zu 6 Geschützen feuern können. Normalerweise, wisst ihr ja, kann eine Einheit immer nur von maximal 3 weiteren Einheiten im Fernkampf unterstützt werden. Bei den russischen Artilleriebatterien ist es so, dass es bis zu 5 weitere Einheiten sein dürfen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man da eine relativ große Armee hat und da 6 Geschütze insgesamt feuern jede Runde, dann ist das ein Gegner, mit dem man auf jeden Fall rechnen muss. Neben mehr Artillerie und mehr Kavallerie ist natürlich die Frage, was wir mit unserer Infanterie machen. Wir haben bei den Russen zwei Möglichkeiten. Entweder wir setzen auf relativ starke Einheiten, die dank ihrer Möglichkeit, den Moraltest zu wiederholen, wenn sie eine 1 würfeln, sehr lange auf dem Spielfeld bleiben. Oder wir setzen auf eine Massenarmee, weil es ist immerhin noch Russland. Wir haben also die Möglichkeit, Wehrpflichtige aufzustellen. Nicht nur bei der Kavallerie, aber natürlich auch bei der Infanterie und selbst bei der Artillerie würde das funktionieren. Wehrpflichtige sind extrem günstig, aber natürlich auch entsprechend schlecht. Wenn ihr also eine Massenarmee aufbauen wollt, dann kauft reichlich Figuren. Denn eine Einheit Wehrpflichtige, eine Linieninfanterieeinheit Wehrpflichtige, kostet lediglich 5 Punkte. Und ihr seht, okay, dafür kann ich jede Menge aufstellen. Sie ist dafür sehr schlecht im Fernkampf und im Nahkampf und hat auch nicht die beste Moral und ist zudem Miliz. Was bedeutet, dass sie sich in der Befehlsphase nur umformieren oder bewegen kann. Also alle Nachteile, die auch die Stoisch-Regel mit sich bringen würde, aber natürlich die Vorteile nicht. Dennoch kann so eine wehrpflichtige Armee, die aus Hunderttausenden von Mann besteht, schon interessant sein. Als spannende Dreingabe haben die Russen auch noch Wehrpflichtige, die nur mit Piken ausgerüstet sind. Die können also nicht im Fernkampf kämpfen und, wenn ich mich nicht täusche, ist es die einzige Infanterieeinheit im ganzen Spiel, die so unterwegs ist. Wenn man das möchte, kann man das machen. Die kosten nur 4 Punkte. Das heißt, wenn diese Einheit irgendwelche Missionsziele erhalten sollte, wäre das eine günstige Einheit. Aber natürlich ist die auch nicht so richtig zuverlässig. Das war nun die Armeevorstellung einer 250 Punkte russischen Starterarmee. Wie gesagt, kein Punkte Min-Maxing, nichts Besonderes, sondern einfach die Figuren, die mir persönlich jetzt gerade gefielen und die Sachen, die ich bemalt habe. Die Figuren sind wie immer von Henry Turner und sehen, wie ich finde, auf dem Spielfeld wunderbar aus. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und sagt mir doch bitte, welche Armee ich euch als nächstes vorstellen soll. Das war's für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Tabletschmuck.